alle mitbekommen, werden die Corona-Maßnahmen immer weiter gelockert. Allerdings sollten wir uns trotzdem noch an das Social Distancing halten. Für eine Gruppe ist das besonders schwer. Junge Leute. Junge Leute, das weiß man ja, sind gerne besoffen auf Partys. Sie nehmen es also mit der Einhaltung der Regeln, sagen wir mal, nicht ganz so genau. Also Abstand, Mundschutz tragen, aufeinander Rücksicht nehmen. Sie hören nicht auf Kanzler oder irgendwelche Virologen. Das kann sich alles innerhalb von kurzer Zeit auch wieder ändern. Sie hören nur auf Gleichaltrige. Menschen, die so aussehen wie sie, die sich so anziehen und die so sprechen wie sie. Einfach mal Leute fragen. Deshalb hatte ich einen Plan. Mein Mitarbeiter Jakob soll sich auf öffentlichen Plätzen als Teenager ausgeben, um den coolen Kids in ihrer Sprache zu vermitteln, dass sie die Social Distancing-Regeln weiterhin einhalten sollen. Jakob ist perfekt dafür, weil er extrem jung aussieht. Wir haben in der Firma etwa, würde ich schätzen, 50% Menschen, die unter 30 Jahre alt sind. Richtig. Du gehst mit einem Vertrauenslehrer zu den Jugendlichen. Guck mal, ich bin ja eh angezogen wie ein 60-Jähriger. Ja, aber anziehen, das ist ja nur, das kann man ändern. Du bist ein bisschen angeboomert, würde ich sagen. Mhm. Weil wir genau das jetzt nämlich selber ändern. Komm mal mit, ich habe nämlich alles da. Geh mal davor. Und jetzt hier habe ich so ein bisschen was vorbereitet. Such dir doch mal ein bisschen was aus. Wo hast du das Gefühl? Wo könnte man noch mal so ein bisschen was rausholen? Ja, wenn ich es aussuchen kann, dann würde ich sagen, hier, das ist ein schönes Hemd. Ja. Ah, super dumm von mir, sorry. Du kannst dir das gar nicht aussuchen. Weil ich hatte ja schon vorher ein Auto draus, so sorry, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit verschwendet habe. Das ist das Auto, das du anziehen sollst. Das hat meine Meinung ist aber auch egal, was ich jetzt finde. Ne? Exakt, ja, habe ich vergessen zu sagen. Genau, ist völlig egal, was du denkst. Weil, was ich okay finde, ist das Hemd und den Hut. Würde ich so ein bisschen auflassen. Genau, dann kannst du mit Angela Merkel wandern gehen in dem Auto. Aber das hier ist für coole Leute. Geh mal raus, zieh dich an, kommst wieder rein. Du musst es auch ein bisschen performen, dein Outfit. Performen? Ich sehe aus wie ein Idiot. Nein! Wenn ich ehrlich bin, hasse ich wirklich vor allen Dingen diese Schuhe. Die Schuhe sind richtig scheiße. Ja. Ansonsten kann ich wenigstens das Positive für mich rausnehmen, dass die Sachen sehr bequem sind. Und ich mag es bequem. So, dann setz bitte die Witze auf. Eigentlich sieht es aus wie Treppmann. Standard. Was sagt man zu Jugendlichen eigentlich? Hast du mal eine Zigarette? Willst du gerne rauchen? Habt ihr Nintendo? Ja, komm, also jetzt zieh dir erstmal das Outfit an. Das auch noch? Nee, das jetzt mal. Ich dachte, ich hab jetzt das und dann geht's los. Nein, das ist scheiße, die Hose passt dir doch gar nicht. Das ist ja wohl so. Jakob, jetzt mal ernsthaft, willst du jetzt nicht schön reden? Du siehst aus wie ein Idiot. Ich wollte mal fragen, wo ist denn hier auf dem Campingplatz die Dusche? Du siehst aus wie Claudia Roth im Türkei-Urlaub. Dieses Tuch. Fühlst du dich kein bisschen cooler jetzt? Nee. Jakobs Outfit war schon nicht schlecht, aber es hatte noch nicht genug Drip, wie man sagt. Also habe ich gebeten, vor dem Losfahren noch einmal das Outfit zu wechseln. Ja, du hast ja gesagt, das andere Outfit war jetzt noch nicht so optimal, ne? Nee. Gefalle ich dir jetzt, mein Engel? Ja, jetzt gefällt es mir. Ja, ich finde, du siehst richtig super gut aus. Das so in. Nee, ja, wir fahren jetzt los. Ich habe jemanden, der da noch so den letzten Schliff machen könnte, bevor ich dich wirklich auf die echten Menschen loslasse. Der dir noch so ein ganz bisschen hilft, der auch noch ein bisschen näher dran ist als ich oder du. Oh, nee. Und da würde ich jetzt gern vorher noch mal so einen kleinen Umweg machen, zu dem hinfahren. Nee. Und dann fahren wir weiter. Nee, ich will irgendwie keinen Umweg machen. Warum denn nicht? Nee, weil irgendwas passt mir da nicht. Jakob soll Teenager dazu bringen, dass sie die Corona-Regeln einhalten. Damit er bei den coolen Kids nicht sofort auf Ablehnung stößt, müssen Outfit und Jugendsprache perfekt sitzen. Ich habe den coolsten Typen des Universums gebeten, Jakob noch ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Oh nee, das ist Luciano. Ja. Kaputt unter Pine Trees, tripp ich in Magella. Kaputt unter Pine Trees, tripp ich in Magella. Du bleibst jetzt mal hier, ich muss kurz mit dem Luciano mal eben reden. Oh, das ist doch peinlich. Drück hier nicht irgendwelche Knöpfe. So. Hallo! Alles klar, wie geht's? Ja, alles klar, sehr gut. Lange nicht mehr gesehen, wir machen so. Ja, lange nicht mehr gesehen, das ist schön. Ja, vielen Dank, dass du teil hast. Fall. Pass auf, ich habe jemanden, der ist sehr, sehr jung, aus dem Team. Der hat sich auch schon ein bisschen jünger angezogen. Ich brauche immer noch mal so den letzten Schliff von dir. Naja, zu dir schauen halt die jungen Leute auf, so, ne? Den hast du dabei jetzt, ne? Ich hol den mal, ne? Momentchen eben. Jakob, kommst du mal bitte? Jakob, wie geht's? So. Jakob, bleib mal da jetzt mal stehen. Alles so. Klar, Jakob, wie geht's? Stell dich mal gerade hin jetzt.
So, also das ist der Jakob. Das sagst du mal Hallo bitte zu dem Herrn Luciano. Hallo, moin. So, guck dir mal in die Augen, wenn du mal Hallo sagst. Ja, es ist jetzt nicht ganz so mein favorisierter Klamotten. Ich sag ja, Null-Bock-Phase steckt mittendrin, ne? Also einige Sachen gehen klar, aber ich weiß nicht, ob der Drip so stimmt. Zum Beispiel den Hut, den musst du ein bisschen tiefer setzen. Und vielleicht hab ich auch gesagt. Und vielleicht die Brille austauschen zu einer Sonnenbrille. Du hast eine Sonnenbrille da in deiner Bauchtasche. Die will ich nicht. Die wolltest du nicht aufsetzen. Kurz. Jetzt sagt der Luciano, du sollst die Sonnenbrille aufsetzen. Dann setz sie doch mal auf. Immer alles muss man fünfmal sagen. Aber der Drip ist schon besser so. Ja, der das Drip ist schon ein besser. Drip. Wie ein dicker Papagei. Das ist nicht immer schlecht, aber die Kombination ist halt nicht so cool. Was könnt ihr denn mal sagen, wenn wir jetzt gleich zu Jugendlichen gehen und er muss ja so ein bisschen sich praktisch lieb Freund machen bei denen und muss denen dann so sagen, Leute, geht mal ein bisschen auseinander. Ja, wie sage ich denn Hallo zum Beispiel? Ja, wie sagst du Hallo? Erstmal nicht verklemmt, ne? Ja. Erstmal nicht verstellt. Erstmal, what's up, was geht? Alles klar? Hey, what's up, was geht? Drippt alles, flext alles? Drippt alles, flext alles. Ne. Einfach mal locker, ey, what's up, wie geht's, alles klar? Yeah, flex, drip, yeah. Ja, so. Ein bisschen mehr Tänzen. Was sagt man da, wo der Luciano sich jetzt hier Zeit genommen hat? Danke, Luciano. So. Dankeschön, Bro. Flex. Hast du was gelernt? Ja, ich bin nur jetzt nicht sicher, ob ich es umsetzen kann. Sei einfach du selbst. Ja, das machen wir lieber nicht. Ja. So, und jetzt gehst du wieder ins Auto und dann fahren wir da gleich hin. Tschüss. Vielen Dank. Flex. Tschüss. Viel Spaß noch. WhatsApp. Alter. Jetzt ist Jakob perfekt vorbereitet. Von einem 16-jährigen Schüler ist er nicht mehr zu unterscheiden. Am Berliner Europacenter, da, wo sich Deutschlands Jugend trifft, soll er sich unter die Menschen mischen und ihnen vermitteln, dass Abstand halten cool ist. Da auf dem Platz, da sind die Jugendlichen. Das sind die, die jetzt schon wieder an die Corona-Partys denken. Und du musst sie davon abhalten. Und ich kann von da oben nämlich zugucken. Ich habe da so eine kleine Zentrale. So, komm. Geh weg. So, Jakob, jetzt lauf doch erstmal ein bisschen über den Platz, so, um dich mal ein bisschen sichtbar zu machen, damit die Leute dich mal bemerken. Warum sollen die mich bemerken? Ja, damit die mal wissen, dass du da bist jetzt. Jetzt lauf mal ein bisschen cooler. Wie cooler? Wie läuft man cooler? Lass mal ein bisschen so die Beine schwingen beim Laufen. Ja. Ja, so ein bisschen tänzelnd und jetzt nicht so zaghaft. Da so laufen Jugendliche, oder wie? Ja, als ob ich aufs Klo muss. Ja, das ist gut. So. Geh mal zu den Hinder in dem gelben Pullover. Oh, nee. Und dann fragst du dir mal, ey, yo, what's up, was du gelernt hast bei Luciano erstmal. Komm, geh mal rüber. Nee, ich kann nicht. Das sind doch genau die, denen es egal ist mit Corona. Jetzt geh mal hin. Ja, die sitzen auch eng aufeinander. Und sagst, yo, what's up? Was geht, Brudi? Yo, what's up? Ist gut bei dir? Gut. Was geht denn bei euch? Was geht bei euch? Trip. Habt ihr ein paar Long Papes für mich? Habt ihr Long Papes? Ein paar Long Papes für mich? Nee? Ich kiff nämlich gern. Weil ich kiff nämlich gern. Setz mich mal hier zu euch. Aber dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ja, kannst du mich ruhig duzen. Ich bin ja auch noch nicht 18. Also. Wie steht ihr zu Rona Rona? Wie steht ihr zu Rona Rona? Corona-Mann? Corona-Mann? Nervt ein bisschen, ne? Kann man nicht gut chillen mit, ne? Ey, steht ihr auf Freestyle? Steht ihr so ein bisschen auf Freestyle-Rap? Wir bauen uns noch auf Rap. Okay. Du musst ein bisschen noch Eindruck machen, die respektieren dich noch nicht so. Du musst erst ein bisschen rappen noch. Ich bin hier in Zeiten von Corona. Ich bin hier in Zeiten von Corona. Ihr sitzt viel zu nah, rückt mal weiter auseinander. Ihr sitzt viel zu nah, rückt mal weiter auseinander. Brr, 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 brr. Skurr, skurr, skurr. Und wie war das? Wie war es? Und wo pennt ihr heute? Was fragst du die denn, wo die pennen? Wo soll die denn schon pennen? Ich habe improvisiert. Das klingt so, als wenn du willst, dass die bei dir zu Hause schlafen. Ich hau wieder ab, aber nur, wenn ihr so ein Stückchen auseinanderrutscht, okay? Ist das ein Deal, ey? Ihr müsst weiter auseinander, okay? Dann hau ich ab. Und wenn wir aufstehen, einfach weg. Okay.
Blut. Okay, ciao. Ciao. Dreh dich mal um, sagt, du hast noch was vergessen. Einen Saar habe ich vergessen. Ich wollte noch 4 Bars bitten. Ich wollte noch 4 Bars bitten für Und euch. Die kommen jetzt. Die kommen jetzt. One, two, three. One, two, three. Okay. Ciao. Hey. Tanz mal weg. Noch nee. Tanz mal weg, komm. Oh. Das war sehr gut. Du hast denen richtig ins Gewissen geredet. Die haben dich halt nicht genug respektiert, das war das Problem. Aha. Ich habe jetzt auch ein paar Methoden mit denen, die dich schon direkt von Anfang an cooler finden. Hätte ich auch einfach die Sachen ausziehen. Nee, die Sachen sind schon mal super. Das war der Punkt, deswegen hat er überhaupt mit dir geredet. Aber es war halt noch nicht... Sonst hätte er nicht mit mir geredet. Ja, deswegen hat er gesagt, einer von uns, mit dem quatsche ich jetzt ein bisschen. So, und jetzt machen wir die nächste Nummer. Du hast jetzt auch gleich ein bisschen ein stärkeres Auftreten, was dich auch ein bisschen besser dastehen lässt, okay? Ich gehe wieder hoch, du gehst da unten hin, wirst gleich sehen, machen wir, ja? Okay? Ja. Okay, wir legen los. Benz, yeah. Straße küsst mein Auge. Ja, ich fühle mich hier zu Hause. Pause. Okay, geh mal los bitte. Und jetzt setz dich erstmal zu irgendwem hin und quatsch mal ein bisschen mit denen. Ein bisschen so eine Basis aufbauen mit den Leuten so. Ja, zu den beiden da mit der Flasche, da kannst du dich auf das andere Ding da setzen. Oh Mann, ey, ich hab schon wieder Stress mit meinen Alten. Oh nee. Sag ich nicht. Sag das. Oh nee, das ist zu peinlich. Ich hab schon wieder Stress mit meinen Alten, Leute. Hey Leute. Ich hab schon wieder Stress, mit meinen Alten. Ich hab geraucht und die haben mich erwischt. Ja, ich hab geraucht, die haben mich erwischt. Die haben mich krass Mieskopf genommen. Die haben mich so krass Mieskopf genommen. Die scheiß 31er. Krasse 31er. Habt ihr Ziggis? Ich rauch doch gar nicht. Ist doch egal. Habt ihr Ziggis? Kannst du mir eine drehen, bitte? Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kannst du mir eine drehen, bitte? Kannst du mir eine drehen, bitte? Ich muss jetzt erstmal eine rauchen auf den Schock. Erstmal eine rauchen auf den Schock. Das ist doch das Gegenteil von Corona, jetzt eine fremde Zigarette hier gedreht. Sei doch jetzt mal leise, du musst jetzt erst mal vertrauen. Ich will die auch gar nicht rauchen. Sag mal, du hast doch noch so eine Box dabei, ne? Oh, auf, du hast ein Handy, da ist ein Song drauf, mach den mal an. Dann kommen wir auf Corona zu sprechen. Gleich danach. Interessiert ihr euch für Tanzen? Interessiert ihr euch für Tanzen? Ich kann alleine gut tanzen, auch mit Abstand, mit Corona-Abstand. Also ich kann alleine ganz gut tanzen, so mit Abstand auch, Corona-Abstand. Kennt ihr Jumpstyle? Kennt ihr Jumpstyle? Das machen wir im Jutz immer. Das machen wir im Jutz immer, Jugendzentrum. Ich zeige euch das mal. Zeige euch das mal. Okay, das ist der Tiefpunkt. Und ja, das war eine kleine Kostprobe. Und wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Also ihr wisst, dass ich ein cooler Typ bin, ne? Das habt ihr jetzt ja mitbekommen, ne? Ich meine, ihr wisst, dass ich ein cooler Typ bin. Das habt ihr jetzt mitbekommen. Wenn ich euch jetzt praktisch auf Augenhöhe was sage, würdet ihr das... Wenn ich euch jetzt praktisch was auf Augenhöhe sage. So ein Tipp. Einfach ein Tipp. Würdet ihr den befolgen? Würdet ihr den befolgen? Ja, guck mal, weil die Politik, die macht jetzt überall Lockerung wegen Corona, ne? Die Politik macht überall Lockerung wegen Corona. Mir ist das unheimlich. Mir ist ein bisschen unheimlich. Weil ihr müsst zum Beispiel, setzt euch mal weiter auseinander. Ich habe extra für euch getanzt, bitte. Ich habe extra hier getanzt. Es war so ein Scheißtag. Oh, mega gut. Oh, danke schön. Vor Freude tanze ich jetzt noch mal. Nee, ich freue mich gar nicht so doll, wie doch. Du jetzt denkst. Vor Freude tanze ich jetzt noch mal. Vor Freude tanze ich jetzt noch mal. Vor Freude tanze ich jetzt noch mal für euch. Wegtanzen. Tanz zur Treppe. Ciao, Leute. Ciao. Geronimo. Geronimo. Ich bin richtig tief berührt. Niemand hat meinen Tipps irgendwie Gehör geschenkt. Die stehen so zusammen. Du hast eine Menge getan heute und das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr ausreden. Also Jakob Lund ist einer der Corona-Helden. Ein stiller Held des Alltags.
So, junger Mann, aber du gehst jetzt nach Hause, ne? Morgen ist wieder Schule. Und jetzt ist mal vorbei mit dem Quatsch hier. Morgen ist keine Schule, weil ich bin erwachsen. Ich gehe morgen ins Büro. Büro. Kann ich jetzt die Schuhe behalten?